tote Hose, liebe Zuschauer, in einem Hamburger Bordell letzte Nacht. Die Freier hatten nämlich keine Chance, in den FKK-Club zu gelangen. Der Grund, die Lagerhalle einer Recyclingfirma nebenan, steht lichterloh in Flammen. Statt Rotlicht gab es also nur noch Blaulicht. Wenn das die Feuerwehrleute nur nicht von der Arbeit ablenkt, leicht bekleidet bis barbusig verfolgen Prostituierte die Löscharbeiten an einer Lagerhalle. Mitten in der Nacht war dort ein riesiger Müllhaufen in Brand geraten. Dichter Qualm zieht durch die Straße, in der auch ein Großbordell und weitere Etablissements liegen. Im Moment brennt in dieser Lagerhalle ein Müllberg, bestehend aus Gewerbemüll, also im Wesentlichen Verpackungsmaterial, 20x20x6 Meter, und nach hinten flach ablaufend. Also es geht so etwa auf 2000 Kubikmeter Gewerbemüll hinaus. Viel Blaulicht im Rotlichtviertel, denn die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Nur mit Atemschutz und schwerem Gerät können die mehr als 100 Einsatzkräfte in die völlig verqualmte Halle vordringen. Die Feuerwehr fordert Radlader des technischen Hilfswerks an. Die Schwierigkeit ist, dass wir immer nur an die Oberfläche des Bergs herankommen und ihn praktisch Stück für Stück abtragen müssen, um ihn dann draußen auf der Straße abzulöschen. Kubikmeter für Kubikmeter wird der Müll aus der Halle geholt, abgelöscht und anschließend in Containern gelagert. Unter aufmerksamer Beobachtung von gegenüber. Ein stundenlanger und ermüdender Einsatz für die Feuerwehrleute. Die Damen aus den umliegenden Etablissements hatten hingegen früher Feierabend als sonst.